Und Feld kann ich auch gleich mitnehmen. Ich muss nur erstmal langsam hier an die hier rantasten. Okay, so viel zu langsam an die Viecher rantasten. Zehn. So, das muss ich dahin. Verbirgt sich vor den Blicken. Okay. Das ist wahrscheinlich das, was Kitty eben gemacht hat, sie verstecken. Ich habe mir die Fähigkeiten vom Schurken noch nie angesehen. Ne? Stufe 11. Ah ja. Ich bin im Tarnmodus. Du siehst mich nicht mehr. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Weiß nicht, wo ich bin. Okay. Unteres Lanossea. Ach komm, ich gehe zu Fuß hin. Also was heißt zu Fuß? Ich reite hin. Was soll's? Ich hab keinen Bock, von dem Teleport-Ding da hochzurennen. Wie das kleine Kätzchen schneller ist als ich. Bin ich langsam? Tschüss, Kitty. Ich sehe nur noch einen Katzenhintern. Also eigentlich zwei, aber... Ne? Oh meins, Katzen, ich merke das schon. Bei mir funktioniert der Turbogang leider nicht. In weiter Ferne sehe ich die Katze rennen. Kater. Taucht doch nicht mehr auf. Die Pünktchen steigen aber. Ist eben interessant. Das sieht aus. 50, 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 11. keine Präferenz. Wobei, das war jetzt wahrscheinlich dämlich, ne? Warte mal. Ich gehe nochmal zurück. Das war jetzt dämlich, weil dann sind wir zwei verschiedenen. Ich gehe in 1. Ich nehme die 1. So. Hi. So, Aurelia, Doro. Doros? Und Galagos sind da hinten. Da muss ich gleich. Klassenquest-Kurs machen. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Ich bin es halt immer so gewohnt, auf keiner zu gehen. Aber ich bin hier nochmal zurückgekommen. Ich bin hier nochmal zurück. Ich hab's dann ja noch gemerkt. Ich muss gucken, dass ich bis 30 die Dingens mitkriege.
Können die damit vielleicht sogar noch die Dingens laufen? PvP. So. Aurelias fehlen noch. Aurelias. Zig verschiedene Ausrüstungssachen habe ich. Kann wenigstens bald alles weg. Hat ja auch sein Gutes. Hol ich den ganzen Kleinkram nicht mehr. Und Stufe 13. Okay. So. Dann. Kurze Klassenquest. Jetzt habe ich wieder so viel zum Nachholen. Sind ja nur noch 3 Level bis zur Stufensteigerung. Gleich Bestiarium weitermachen. Dann passt das. Sehe schon, komm, ich mache eine Stunde länger FF oder 2 Stunden länger und dafür weniger Lotro. Ich sehe schon, komm. Dahin. Ja, ich möchte da rein. Du bist schon fertig, wie? Man kann niemals genug Training im Umgang mit den Klingen haben, junge Dame. Daher habe ich deinem Bestiarium eine Liste mit Zielen hinzugefügt, habe ich schon längst. Stell dich eine Reihe von Gegnern und du wirst schon bald ein paar neue Schritte für den Tanz mit den Dolchen lernen. Du hast schon richtig gehört. Du musst dich selbst als Tänzerin sehen und nicht als verdammte Metzgerin. Es bedarf gar nicht viel Kraft, eine kurze Klinge in den Gegner zu stoßen. Präzision und Schnelligkeit. Damit holst du das Äußerste aus deinem Dolchen heraus. Sperrige Rüstung lässt sich durch die Gegend trotten. Wie ein Auerochse. Also sieh zu, dass deine Ausrüstung dir genügend Bewegungsspielraum gibt. Alles klar? Dann solltest du dich wieder deinem Training widmen, Adaya. Vielleicht habe ich dann schon bald wieder einen Auftrag für dich. Ja, hast du. Hallo Adaria, du scheinst dich ja schon gut an diese Dolche gewöhnt zu haben. Ja, ich würde sagen, du bist bereit für deinen ersten Auftrag. Normalerweise würde ich dich nicht weiter belästigen und einfach deiner Arbeit nachgehen lassen. Aber da du erst kürzlich zu uns gestoßen bist, gibt es womöglich ein paar Dinge, mit denen du noch nicht so vertraut bist. Lass uns jedoch mit etwas beginnen, das du vermutlich schon weißt. Und zwar die Tatsache, dass der Admiral, mögen die Zwölfe gnädig sein, die Piraterie in dem Salominsa verboten hat. Also warum glaubst du, gibt es doch immer so viele verfluchte Piraten in dieser Stadt? Ich werde dir sagen, warum. Weil es doch immer einen Weg für sie gibt, zu plündern und zu brandschatzen, ohne den Zorn des Gesetzes auf sich zu ziehen. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist sich bei der Regierung als zertifizierter Freibeuter zu verdingen. Ein Kapitän mit einer Freibeuterlizenz kann die See nach Belieben terrorisieren, solange er nur über Schiffe des Galäischen Kaiserreichs herfährt. Wenn man bedenkt, wie verdammt groß das Kaiserreich ist, gibt es da eine ganze Menge zu plündern. Die Mannschaften stopfen ihre Laderäume mit von den Galeanen erbeuteten Waren voll und gehen dann nach Limsa zurück, um ihre Schätze abzuladen. Und an dieser Stelle wird es in diesem Fall kompliziert. Die fragliche Mannschaft ist an ein Magitek-Gerät gelangt, genauer gesagt
eine Abschlussvorrichtung. Leider wurden sie jedoch von ein paar allzu gierigen Typen um den Lohn ihrer Mühen gebracht. Wenn du dich recht besinnst, ist das ein kleiner Verstoß gegen den Kodex. Wenn du den Mumm hast, einen Piraten, um seine Beute zu erleichtern, dann stellst du dich besser auch auf einen Besuch von den Schurken ein. Ah, wenn man von Schurken, die zu Besuch kommen, spricht. Leichtfuß, komm hier rüber, Junge. Jo, Lala. Ich möchte, dass ihr beiden zusammen an diesem Fall arbeitet. Richtet über diese Kodexbrecher und holt das Magitech-Gerät zurück. Hä? Wofür braucht dieser Anfänger mich denn? Du bist doch für neue Rekruten zuständig, oder nicht? Dies ist der erste Auftrag für Adaria, also begleitest du sie und lässt sie von deiner Weisheit profitieren. Seit wann bin ich für neue... Ach, verdammt. Ich nehme an, wir sind für das erste Partner. Mein Name ist Perimu. Perimu Haurimu. Die meisten hier nennen mich Leichtfuß. Er sträubt sich manchmal ein bisschen, aber Perimu ist einer unserer Besten. Mach einfach, was er sagt, und der Job ist ihm nur erledigt. Also gut, Mädel, da dies dein erster offizieller Auftrag ist, möchte ich sicher gehen, dass deine Tanzschritte der Sache gewachsen sind. Mit diesen kurzen Klingen muss man auf Tuchfühlung mit dem Gegner gehen, nicht wahr? Aber wir sind keine verdammten Soldaten im glänzenden Rüstung und unsere leichten Gewänder bieten nicht viel Schutz gegen Angreifer. Wenn du es also nicht darauf anlegst, ein paar blutige Zähne auszuspucken, dann solltest du dich am besten vom Acker machen, wenn dein Gegner zu einem kräftigen Schwung ansetzt. Normalerweise ist es damit getan, sich auf die Flanke des Gegners zu schwingen, aber es gibt dann noch einen besonderen Trick, den jeder Schurke meistern sollte. Den Superkniff. Fokussiere deinen Geist und vertraue auf deine Schnelligkeit, um axtschwingende Tölpe ins Leere schlagen zu lassen, während du deine Dolche in ihre Eingeweide rammst. Nun, es ist an der Zeit, dass du diese Lektion in die Praxis umsetzt. Am besten versuchst du dich mal in ein paar Aurelias im unteren Land aus See, da war ich doch gerade. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, Mädel. Mit ihren Tentakeln langen sie ordentlich zu. Viel Spaß. Da war ich doch gerade. Na gut, dann gibt's halt Aurelias und Bestiarium. Passt doch. So sowieso im unteren Land aus See. Größtenteils. Also, Achterburg. Ja, wir kommen der Stufensteigerung ja wenigstens näher. Wir nehmen die 1. Die 1 ist so eine tolle Zahl. Also Aurelias und Bestiarium ist dann unteres, westliches, 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 unteres, unteres, westliches, westliches. Oh, was ist westlichen? Egal, da hinten ist auch was im unteren. So, also erst Aurelias. Dann mache ich die Viecher hier fertig. Dann mache ich die Klassenquest fertig. Wahrscheinlich bin ich dann schon Stufe 16. So. Oh, mir greift da was an. Für mein kleiner Hai. Und dann nach unten. Ans untere Ende der Map. Ja, Kitty, du wartest dann da irgendwo. Ich bin einfach zu lahmarschig. Ich kann nur leider nicht schneller. Das Viech ist nicht schnell genug. Wie sieht mein Mitstreiter aus? Rang 8 immer noch, okay. Hänge.
Ah, wilder Schakal hier. Begleiter verlängere ich einmal kurz. Hallo, kleiner süßer wilder Schakal. Hin von dreien. Muss ich wissen, warum ein Schakal einen Vampirbiss kann? Wahrscheinlich nicht, oder? So, ich kann die Ohren mittlerweile absetzen, ne? So. Okay. Nehmen wir den Faith noch mit. Stufe 14. Hallo, ihr kleinen Murabi-Mulz. Mach das, Kitty. Ich brauche noch ein bisschen. Wie gesagt, ich will dann nachher noch die nächste, also die Klassenquest beenden für 5. Level 5. Die für 10 annehmen. 15. Weil ich nicht ganz so viel nachholen will dann. Unteres. Okay, das hier unten als letztes. Kurz vor der 16. Wie gesagt, wir dann die Klassenquest noch weitermachen. Und da ist die 16. Dann zurück. Klassenquest. Ja, schneller bitte.
sieht auch aus. Naja. Weiter habe ich die Klassen ja vorerst. Dann habe ich bis Heavensward Ruhe. Schon fertig mit dem Training? Hehe, der brennende Schmerz, den diese Tentakel auf der Haut hinterlassen, treibt einen schnell zur Vorsicht, wie? Ja, nun da du dich aufgewärmt hast, können wir uns wieder der richtigen Arbeit zuwenden. Zunächst einmal müssen wir die Typen ausfindig machen, die sich dieses Magitech-Spielzeug unter den Nagel gerissen haben. Vielleicht hat einer der unseren ja was gehört. Dir gilt es ein Hort der Informationen, musst du wissen, und unsere Leute sind überall verstreut und halten Augen und Ohren offen. Wir sollten bei Tolvan in der ertränkten Sorge vorbeischauen. Frag sie nach einem Leichtbier und schau, was sie dazu zu sagen hat. Keine Sorge, ich erlaube mir keinen Spaß mit dir, Mädel. Vertrau mir einfach. Ein Leichtbier also. So. Ah, da hinten, ich sehe das schon. Steht halt auch einfach direkt daneben. Willkommen in der ertränkten Sorge. Womit kann ich dienen, die Dame? Ein Leichtbier. Nur über meine Leiche. Wir servieren ja mitunter billigen Fuse hier in der Sorge, aber niemals etwas Verwässertes. Aber wenn dir unser normales Bier nicht zusagt, möchtest du vielleicht etwas von unserem Untergrundmenü bestellen? Ja, wir haben eine Menge im Angebot für Kunden mit einem schurkigen Charme. Gibt es etwas Bestimmtes, womit ich dir helfen könnte? Ach, die Sache mit dem Magitep-Graub. Das war nicht gerade ein raffinierter Job. Die fragliche Bande ist eine ungewöhnliche Mischung aus ehemaligen Piraten, die sich heute Zerstörer nennen. Sie sind fasziniert von höflichen Umgangsformen und haben eine Vorliebe für galeische Maschinen. Zudem sind sie dafür bekannt, mit den Goblins unter einer Decke zu stecken. Gerüchten zufolge besuchen die Holdenzerstörer häufig ein Lager von ihnen im zentralen Lanossea, dort ihre Waren loszuschlagen. Und diese Waren bestehen in der Regel aus Technologie der Galia. Ich nehme an, die Goblins waren hoch erfreut, in den Besitz einer, ich weiß nicht, welche Zahl das ist, Zündvorrichtung zu gelangen. Soweit reicht mein Wissen über römische Zahlen nicht. Falls du das Teil stehlen möchtest, führt dich dein Weg also ins Goblin-Lager in Sommerfurt. Sommerfurt, wie? Dann mal los. Wir treffen uns beim Fluss nahe des Lagers und besprechen das weitere Vorgehen dort. Mhm. Ich will mir aber jetzt noch die anderen beiden Trieben kurz holen. Kann ich hier nämlich schneller von A nach B porten. Ich meine, wenn ich jetzt schon mal in Limsa unterwegs bin, so ein anderes Pad wäre auch mal ganz gut. So, jetzt habe ich wieder die Stechmücke. So. Weil dann kann ich mich nämlich direkt da zum Ausgang porten. Geht das Ganze ein bisschen schneller. Ja, mach hin. Danke. So, in Zentrale. Ich hätte auch gerne noch eine bessere Waffe, bevor ich da in die Indies reingehe. Ich will nicht wieder mit einer Stufe 1 Waffe reingehen. Das war mir als Mönch doch etwas sehr unangenehm. Ach Quatsch, wo bin ich denn hier? Da muss ich hin. Ich sehe eine Kopfweine daher. Ich habe von hier aus alles beobachtet.
kann Spur von den Holden zerspüren, aber ich habe gesehen, wie einer der Goblins das Galeische Gerät in seinen Rucksack gepackt hat. Ich wusste, die Tollwand würde uns auf die richtige Spur bringen. Das ist deine Chance, Mädel. Verpasst dem Goblin eins und schnapp dir das Teil. Ich weiß nicht mehr genau, wer von ihnen es war, aber ich meine, es war der Typ ganz links. Pass auf die Bombenexplosion auf. Herumwirbeln und ausweichen ist inmitten eines Feuerballs nicht besonders effektiv. Mhm. So, damit haben wir's. So wird's gemacht, Mädel. Da konnte ich entspannt hier sitzen bleiben und mir die Show ansehen. Hast du die Ware? Ja, das ist zweifellos das gesuchte Gerät. Lass uns zurück zur Gilde bringen. Die Heulenzerstörer haben uns noch immer... haben noch immer eine Abreibung verdient. Darum kümmern wir uns später. Hier, du solltest Jack das zwar überreichen. Immerhin hast du es dem Pfoten der Goblins entrissen. Was gibt's denn, Kitty? Kapitän, Kapitän! Irgendjemand hat unsere Goblin-Kameraden angegriffen, als wir gerade damit beschäftigt waren, unsere trockenen Kehlen Erleichterung zu verschaffen. Können wir nicht durchgehen lassen, Kapitän. Unsere Feindebeute wurde uns direkt vor der Nase gestohlen. Verflixt und zugenäht. Diese Dreistigkeit bringt mein Blut zum Kochen. Ich weiß, wem wir diesen Affront zu verdanken haben. Sie werden teuer dafür bezahlen. Mir nach, meine teuren Kameraden. Hurra! Ja, toll. Macht ihr mal. So. Dann zurück. Ich hab Messer für dich, ja. Krieg ja auch gleich welche. Ich hasse es. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse es einfach nur abgrundtief. So, ich muss ja hier. Servus. Lass mich mal rein. Konntest du die Zündvorrichtung schon finden? Yep, konnten wir. Ja. Ich bekomme doch immer nach dem Abgeben von den Questmesserchen. Soll ja wenigstens ein bisschen was bringen. Dass ich da die Ausrüstung noch nehme. Ah, und sogar noch in einem Stück. Für deinen ersten Auftrag hast du dich gut geschlagen, Mädel. Es macht zwar nicht gerade viel her, aber die mutigen Freibeuter haben ihr Leben riskiert, um das Teil hier zu stehlen. Sie werden hoch erfreut sein, dass es zurückzubekommen. Wir müssen noch immer um die Holdenzerstörer kümmern, Jack. Der Job ist noch nicht erledigt. Du hast recht, Leichtfuß. Das ist er nicht. Wer den Kodex bricht, muss mit Konsequenzen rechnen. Oho, ein Kloster hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ach, da sind die wieder. Und wer seid ihr bitte? Deine Ignoranz wundert mich nicht. Immerhin sind unsere Pläne stets perfekt. Unsere Raubüberfäller makellos. Soll ich dir unseren berüchtigten Namen verraten und mich an deiner Furcht ergötzen?
Wir sind tödlich, hinterhältig und abscheulich. Knie nieder vor den holden Zerstörern. Kapitän, Kapitän! Da ist die Tante, die unsere Ware geklaut hat. Nett. Das kann ich bestätigen. Wir haben die dumme Gans unbemerkt bis hierhin verfolgt. Überraschung! Aber meine Lieben, lasst uns nicht so unhöflich sein. Wir sollten versuchen, diese unschöne Angelegenheit ohne Einschüchterung oder anderer, weniger diplomatischer Methoden zu lösen. Zumindest vorerst. Du da! Ja, der geleckte Laufbursche. Sei ein guter Junge und hol deinen Vorgesetzten. Alter. Einer deiner Kollegen hat ein furchtbares Verbrechen an uns begangen. Wir werden nicht wieder gehen, ehe wir eine angemessene Entschädigung dafür erhalten haben. Oho, ich bin also ein Laufbursche, wie? Sag mir, Kapitän, an was für einen Ort glaubst du dich hier zu befinden? Dieser Ort? Nun, ich nehme an, es ist eine Art Kloster. Der einäugige Türsteher hat etwas von artigen Schwestern von Edelweiß oder so erzählt. Und du hast deinen Fehler noch nicht bemerkt? Dein Schicksal war bereits besiegelt, als du deinen traurigen Hintern über diese Türschwelle bewegt hast. Willst du mir verdrohen, Junge? Meine Männer werden dir deine unverschämte Zunge abschneiden. Genug der holden Gesten für heute, Männer. Zeig den betrügerischen Schwestern, wie die Zerstörer mit den Pokömmlingen umgehen. Du verstehst es noch immer nicht, wie? Einmal. Elegant. Die Augen sind nice. Es gibt nur drei Arten von Typen, die der Türsteher hier reinlässt. Kunden. Rekruten. Bei den 12. Ein Herzchen an der Wange. Ich werde euch alle töten. Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man eine Dame nicht unterbricht? Der Blick. Sonst hätte sie dir verraten können, dass die dritte Art von Typen gesuchte Vollidioten sind, die einfach so in die Höhle der Schurken reinlatschen. Sind tatsächlich nicht gerade die hellsten, ne? Schurken? Aber wir waren doch so vorsichtig. Ich habe zu meinen Piratenzeiten Geschichten gehört. Geschichten über unbarmherzige Gesellen, die den Kodex aufrechterhalten. Damals nannten sie sich jedoch nicht Schurken. Die aufrichtigen Diebe waren das. Die Messer in den Schatten. Hi. Servus. Das könnt ihr nicht sein. Ihr versucht nur mir Angst einzujagen. Nun, der Kapitän der holden Zerstörer lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Zu den Höhlen mit euren Täuschungen. Hurra, hurra für meine gefallenen Kameraden. Also ich muss sagen, die Klassenquest ist zumindest ganz geil. Bisher. Täuschungen? Ja, jeder, den du triffst, könnte ein Schurke sein. Kapitän, sogar ein gelackter Laufbursche. Er atmet noch, findet dann seinen knüpft ihn irgendwo in der Stadt auf. Und jetzt ist der Job erledigt. Ganz schön wilde Einführung für dich, oder? Der Blick. Willkommen auf Limsalominsos bewegter Schattenseite, wo Diebe ihre schlechten Gewohnheiten ablegen und zu Schurken werden. Vor allem die anderen sitzen da halt einfach nur und stehen da so Ruhe, als wäre nichts passiert. Ich rede nicht gerne über die alten Zeiten, aber da es angesprochen wurde, möchte ich noch doch etwas klarstellen. Es war damals, als die Piraterie auf einem Höhepunkt war. Die Bewahrer des Kodex waren die Elite, die besten Jungs und Mädels von Piratenmannschaften. Sie stahlen die Beute zurück, die zu Unrecht gestohlen wurde, und zogen die Schuldigen im Schutz der Nacht zur Rechenschaft. Aufrichtiger Dieb wurde zum Titel für diejenigen, die sich beim Rauben und Plündern an die Regel hielten. Aber es wurden nur Leute in die Ränge aufgenommen, die ihren Leben als Freibeute abgeschworen hatten. Offensichtliche Interessenkonflikte und so weiter.
Sie gründeten ihre eigene Gilde und waren fortan keine Piraten mehr. Als Melvip dann später zum Admiral wurde, willigten die aufrichtigen Diebe ein, sich ihren Gesetzen zu unterwerfen. Im Zuge dieser Veränderungen wurden wir zur Schurkengilde. Wir akzeptierten seitdem auch Abenteurer wie dich als Rekruten. Aber auch wenn sich der Name geändert hat, so ist der Job doch der gleiche geblieben. Den Kodex bewahren und die Untergrundgesellschaft, aus der wir hervorgegangen sind. So wie du es mit diesem Auftrag getan hast, mach weiter so. Und du wirst es noch weit bringen in den Schatten. Yay, meine ersten Dolche. Also meine zweiten Dolche. Nice. Jo. Dann gehe ich jetzt noch einmal kurz aufs Klo. Dann nehme ich die Aufgabe hier an. Ich glaube, das war eine, die ein bisschen länger ging, ne? Meine ich. Wenn ich es mich ganz nicht täusche. Ich habe sie ja damals nicht gelesen. Aber bis 15 habe ich sie gemacht. Ich meine, es war bis 15. Eieiei. Aber die eine Klassenquest war eben gar nicht mal so schlecht.